Notrufzentrale Wiesbaden, wie können wir Ihnen helfen? Herr Stein. Herr Stein, auch wenn Sie nicht sprechen können, bitte bleiben Sie im Apparat. Ich schicke Hilfe. Wiesbaden 117 an Wiesbaden Rettung 17 mit Sondersignal. Einsatzübernahme Ludwig Stein. Thünenstraße 6, demenzkrank. Bitte bestätigen Sie. Rettung 17, bitte bestätigen Sie. Guten Abend, Herr Staatsanwalt. Guten Abend. Guten Abend. Wann kam die Meldung? Herr Thomas. Hallo. Ich muss Schluss machen, ich melde mich. Komm, da drüben liegt er. Ludwig Stein, 88, ehemaliger Tierarzt. Die Leitzentrale wurde über die Hausnotrufanlage verständigt. Hilfsbedürftige Person, Pflegestufe 2, beginnende Altersdemenz. So spät noch wach, Herr Staatsanwalt. Um Sie zu sehen, würde ich morgens um 3 aufstehen, Frau Dr. Brandt. Und? Hypnokapnisches Ersticken. Durch die Tüte atmet man zunehmend CO2 ein. Das führt zur Apathie, Desorientierung, manchmal sogar auch zur Euphorie. Man wird schläfrig, bewusstlos, allmählich tritt der Tod ein. Selbstmord. Das könnte man vermuten, wenn nicht... Hier, Druckstellen an den Handgelenken. Und die Schnur wurde hier an der Gürtelschlaufe befestigt, sodass man die Tüte nicht abstreifen kann. Also kein Selbstmord? Vermutlich nicht. Hier wurden die Schränke durchwühlt, genauso im Schlafzimmer und auch der Schreibtisch im Büro. Also ich vermute, Herr Stein hat selbst den Hausnotruf ausgelöst, während der oder die Täter die Schränke durchwühlt hatten. Aber er hatte keine Kraft mehr zu sprechen. Danke. Hallo Bernd. Kerstin, was gibt's bei dir? Es gibt einen Augenzeugen. Ansonsten sagen die Nachbarn, er war verwirrt, schwierig und aufbrausend. Er hatte zu niemandem richtigen Kontakt. Wo ist der Augenzeuge? Die Dame da hinten, Frau Scheck. Ja, na kommt. Guten Abend, Reuter, Kripo Wiesbaden. Guten Abend. Sie sind Frau Scheck. Ja, das bin ich, Hildegard Scheck. Können Sie nicht lesen? Oh, Entschuldigung. Frau Scheck, wohnen Sie hier irgendwo? Ja. Da oben. Ja. Sind Sie auch von der Polizei? Mein Name ist Bernd Reuter, ich bin der zuständige Staatsanwalt. Ah, so. Dann ist das also ein Mord. Was macht Sie da so sicher? Ja, warum wäre denn sonst so viel Polizei da? Frau Scheck kannte Herrn Stein. Na, ich wohne seit 30 Jahren, wohne ich ihm gegenüber. Natürlich kannte ich Herrn Stein, Herrn Dr. Stein. Ja, gut. Frau Scheck hat gesehen, dass jemand das Haus betreten hat und hinterher wieder gegangen ist. Das haben Sie ganz richtig verstanden, mein Fräulein. Wie war der Name? Kerstin Klar. Mhm. Frau Scheck, würden Sie die Person wiedererkennen? Ja, was glauben Sie denn? Ja, natürlich. Gut. Wollen Sie Ihnen vielleicht was ausmachen, wenn Sie mit uns ins Kommissariat kommen? Wenn Sie mich fahren? Wenn Sie das wollen. Aber was wird denn dann aus meinen Püppchen? Machen Sie sich da keine Sorgen. Werner, kannst du dich um die Puppen kümmern? Dankeschön. Danke. Bis morgen, ja? Die Falten. Die Stirnfalten. Hm? So? Ja. So sah er aus. Sind Sie sicher? Ja, natürlich bin ich das. Gut, dann läuft das jetzt noch durch die Erkennungssoftware. Thomas? Thomas? Ja? Wir haben ihn. Ja? Vielleicht kriegen wir sogar einen Namen dazu. Einen Namen habe ich auch. Sie kennen diesen Mann? Ja, natürlich kenne ich ihn. Oh, Frau Schick, warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Ich habe gedacht, Sie brauchen nur das Bild. Danke, Frau Schick. Und wie heißt er? Ja, das ist er. Gottlieb Rennebach. Den hast du gesehen? Kennst du ihn? Ja, richtig. Der ist Richter hier am Amtsgericht. Hältst du die Aussage von Frau Scheck für glaubhaft? Du hast die Zeugin noch gesehen. Das heißt, du bist skeptisch.
Ja, die beiden hatten ja miteinander zu tun. Dr. Stein musste betreut werden wegen seiner psychischen Auffälligkeiten. Und bei Personen ohne Familie, da findet man nicht so leicht einen Vormund. Also hat Rennebach das selbst übernommen. Ach so, Rennebach war der Vormund von Dr. Stein, jetzt verstehe ich. Ja, und deswegen ging er auch bei Stein aus und ein. Also mich würde es nicht wundern, wenn die alte Frau da irgendwas verwechselt hat. Ja, also, die ist schon ziemlich alt und vielleicht auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber geistig war die voll da. Ich meine, darum geht's. Ja, eine andere Spur haben wir nicht. Der Herr Richter kommt jeden Moment. Danke. Danke. Kanalinseln. Guck mal, da gibt es schöne Steilküsten. Das wäre doch mal was für uns. Ja. Ach, guten Tag. Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Kein Problem. Kommissarin Klar. Frau Klar, angenehm. Hauptkommissar Reuter. Herr Reuter. Reuter, sind Sie verwandt mit dem Staatsanwalt Bernd Reuter? Ja. Ah ja. Der Sohn? Ja. Schön. Womit kann ich Ihnen denn behilflich sein? Appetit, Herr Fischer. Herr Reuter, schön, dass Sie Zeit haben. Hey, das sieht lecker aus. Ja, furchtbar. Das Essen in der Kantine wird immer schlechter. Immer nur dieses vorgekochte Convenience-Food, nie was Frisches. Macht auf Dauer nur dick. Wollen Sie? Nein, danke. Wie gesagt, ich habe gehört, dass Richter Rennebachs Name in einer Ermittlungssache auftaucht. Korrekt, ja. Tee? Danke. Es gibt einen Anfangsverdacht, ja. Gegen Rennebach, ja. Wir haben eine Augenzeugin, die ist allerdings schon ziemlich alt. Zeugen sind immer so eine Sache. Aber Sie machen das schon. Ja. Bitte sehr. Ja. Ludwig Stein. Das war ein gewitzter älterer Herr. Ehrlich gesagt, es überrascht mich nicht, dass er seinem Leben ein Ende gesetzt hat. Warum nicht? Er war sich dessen bewusst, dass seine Demenz immer weiter fortschreiten würde. Er war ängstlich, wurde immer depressiver. Wann genau haben Sie denn Herrn Stein zuletzt gesehen? Das war letzte Woche. Fantastisch. Dienstag, ja. Ein Treffen mit seinem Arzt. Und dann sollte ich ihn ja noch gestern Abend treffen. Ach ja? Und wann und wo? Um 22 Uhr. Wir waren verabredet im Nerotal, um spazieren zu gehen. So spät? Ja. Und sind Sie da hingegangen? Natürlich. Und als er nicht kam? Bin ich nach Hause gegangen. Ich habe nichts weiter gedacht. Der Herr Stein war ja schon sehr krank, oft sehr vergesslich. Und ehrlich gesagt, mir war es ganz recht. Ich konnte ja nicht wissen, dass er... Tja, Herr Rennebach, wir gehen ja davon aus, dass zur Tatzeit noch jemand in seinem Haus war. Ah. Dann ermitteln Sie wegen Verdachts auf ein Tötungsdelikt. Ja. Was haben Sie denn so genau gemacht als sein Betreuer? Sie haben keinen Beschluss zur Akteneinsicht, nehme ich an. Nein, aber wir hoffen, dass Sie uns trotzdem helfen. Natürlich. Herr Stein hatte Schulden. Als ich die Betreuung übernahm, mussten zunächst einmal Mittel liquide gemacht werden. Ein Teil seines Grundstücks wurde veräußert. Da gab es eine Zugefrau, die bezahlt werden musste. Umbauten am Haus, die bezahlt werden mussten. Solche Dinge. Das heißt, Sie waren auch regelmäßig in seinem Haus? Ja, natürlich, als sein Betreuer. Und wer ist dann noch so ein- und ausgegangen? Proschek, seine Nachbarin, eine durch und durch originelle Person und dann die bereits erwähnte Zugefrau, deren Name mir im Moment entschlüpft ist. Frau Weller! Und sein Arzt natürlich. Sein Hausarzt, Dr. Fengler. 11 Dienstaufsichtsbeschwerden, 3 Petitionen, alle gegen Rennebach und alle von Stein und ihrer Zeugin Hillegatschek. Und keiner hat irgendetwas ergeben. Sie verstehen mein Problem? Man könnte sagen, das sind 2 alte Querulanten, die es auf Rennebach abgesehen haben. Befangenheit, wie aus dem Lehrbuch. Das reicht nicht für eine Anhörung. Aber wir werden der Aussage von Frau Scheck natürlich gründlich nachgehen. Darf ich? Ja, klar. Also, schönen Tag noch. Ihnen auch, danke. Ach, Herr Fischer. Warum interessiert Sie der Fall eigentlich so? Ich möchte nur, dass Sie wissen, dass Sie jederzeit mit mir rechnen können.
Gerade weil es sich um einen Kollegen handelt, da reagiert die Öffentlichkeit besonders empfindlich. Klar. Was ich Sie die ganze Zeit schon mal fragen wollte, kann es sein, dass Fischer irgendwie ein Hühnchen zu rupfen hat mit Rennebach? Die wussten Sie das nicht? Nee, was denn? Fischers Ex-Frau ist seit einem Jahr mit Rennebach zusammen. Ehrlich? Das ist ja ein Ding. Moment mal, ja. Kerstin? Ja, Rennebach sollte Stein in der Tatnacht treffen, aber der ist nie erschienen. Ja klar, wir überprüfen das. Thomas ist gerade bei der Haushälterin und ich bin auf dem Weg zu Dr. Fengler, dem Hausarzt. Dr. Fengler, warte mal. Frau Scheck ist doch Patientin von Dr. Fengler. Kerstin, es gab mal eine Anfrage vom Sozialamt wegen der Geschäftsfähigkeit von Frau Scheck. Frag ihn einfach mal, was da war, ja? Ja gut, mach ich. Tschüss. Ja, es gab Hausbesuche bei Ludwig Stein. Aber nicht an diesem Abend, da war ich zu Hause. Und wie war sein Gesundheitszustand? Fortschreitende Demenz. Vergesslich, manchmal aggressiv. Fühlte sich verfolgt. Sagen Sie, könnten Sie mal von diesem Ding da runterkommen? Belastungs-EKG zur Vorsorge. Sollten Sie auch mal machen. Kennen Sie Hildegard Scheck? Ja. Sie kam über Stein zu mir. Und da sollten Sie auch überprüfen, ob sie eventuell einen Vormund braucht. Ja, sie ist ebenfalls auffällig. Die Nachbarn haben sich beschwert. Na, dann waren die beiden ja ein perfektes Paar. Die Haushälterin war zur Tatzeit auch nicht bei Stein. Sie hat einen Termin. Hat die Spurensicherung noch was gefunden? Ja, Fingerabdrücke von Rennebach. Aber das beweist gar nichts. Er war ganz offiziell öfter da. Was uns bleibt, ist also die Aussage von Frau Scheck und die Tatsache, dass Herr Rennebach kein Alibi hat. Oh, Herr Staatsanwalt. Frau Scheck. Haben Sie diesen Herrn Rennebach, haben Sie den jetzt verhaftet? Tut mir leid, Frau Scheck, aber zu laufenden Ermittlungen kann man nichts sagen. Ja, ja, das weiß ich, aber ich habe ja gesehen, wie er reingegangen ist in das Haus vom Herrn Dr. Stein. Und ich habe auch gesehen, wie er wieder rausgekommen ist. Dem muss man doch nachgehen, nicht wahr? Das tun Sie doch, bitte. Das tun wir. Ja, das machen wir, aber das ist nicht so einfach, wie Sie sich das vorstellen. Ach, weil er ein Richter ist, ja? Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Oder glauben Sie vielleicht, bei mir tickt's da oben nicht mehr richtig? Alte Leute, die leiden ja alle unter Verfolgungswahn, nicht wahr? Frau Scheck, das ist völliger Blödsinn. Nun, warum tun Sie denn dann nichts? Ich habe gedacht, Sie wären ein Mann von Format. Dabei sind Sie auch nur so ein Schmalspurjurist. Wir haben den Eindruck, dass Sie ein Problem mit Richter Rennebach haben. Oder warum haben Sie 11 Dienstaufsichtsbeschwerden gegen ihn eingereicht? Dafür hatten wir gute Gründe. Ja? Gut, Frau Scheck, dann müssen Sie uns das auch sagen. Was halten Sie davon, wenn ich Sie zu einer Tasse Kaffee einlade? Na gut. Kennen Sie das Café Wilhelm? Sie werden es mir zeigen. Dieser Rennebach verkauft den Besitz alter Leute. Das ist ein Recht als Vormund. Er kann Besitz verkaufen. Das ist manchmal die einzige Möglichkeit, um Geldmittel zu machen. Ja, manchmal schon, das weiß ich. Aber was Sie offensichtlich nicht wissen, wem der Rennebach all diese Häuser und Grundstücke verkauft? Na? Der Dr. Stein, der hat es genau gewusst. Was hat der Dr. Stein genau gewusst? Die Hälfte all dieser Häuser und Grundstücke, die er in den letzten Jahren verkauft hat, hat er an ein und dieselbe Firma verkauft. Und zwar für ein Appel und ein Ei. Sie meinen also, Herr Rennebach hat mit einer Immobilienfirma kooperiert? Ich meine, er hat sie an seine eigene Firma verkauft. Diese Immobilienfirma gehört dem Rennebach. Hoppla. Ludwig Stein kannte einen Finanzbeamten in London. Und der hat herausgefunden. Alles. Auch, dass diese Firma auf Jersey ist. Er hat mir sofort erzählt, weil er den Rennebach jetzt endlich auffliegen lassen könnte. Hat er gesagt. Frau Scheck, in Ihren Dienstaufsichtsbeschwerden gegen Rennebach war immer nur von krummen Geschäften die Rede.
nie von einer Firma auf Jersey. Ja, weil wir es ja auch noch lange nicht wussten und kaum wussten wir es. Ist der Ludwig tot? Und wie haben Sie das herausgefunden? Haben Sie diesen Finanzbeamten in London angerufen oder die ominöse Firma auf Jersey? Ich? Nein. Sonst wäre ich vielleicht auch schon tot. Hatte Dr. Stein denn auch handfeste Beweise? Ja, schon jede Menge Unterlagen. Die sind alle noch in seiner Wohnung. Sind sie nicht. Die hat er mitgenommen. Dieser Gauner. Ich hab's gewusst. Rennebach hat die Immobilien seiner Schutzbefohlenen an seine eigene Firma billig verkauft und dann teuer weiterverkauft? Hm. Nee, die Scheck erzählt doch Blödsinn. Wer kann bei Immobilien schon den genauen Wert abschätzen? Vor allem, wenn sie schnell verkauft werden müssen. Frau Scheck behauptet steif und fest, dass es so war. Und das ist keinem aufgefallen? Sieht so aus. Die Firma wird von einem Anwalt auf Jersey geführt. Ich glaube nicht, dass sie sich sowas aus den Fingern saugt. Jersey, sagst du? Hm. Und hat sie gesagt, wie die Firma heißt? Immozern. Außerdem hat sie gesagt, Dr. Stein habe Beweise gehabt. Gut, wir haben aber keine gefunden. Der Mörder könnte alles mitgenommen haben. Ja, aber wie willst du das beweisen? Das ist eine gute Frage. Hast du noch Mango? Oh ja, du hast noch Mango. Also wenn Rennebach in Steins Namen Immobilien verkauft hat, dann muss es da doch Unterlagen geben. Hm, dann bräuchten wir einen Durchsuchungsbeschluss. Ach, vergiss es, dauert viel zu lang. Kommt immer drauf an, wer sich darum kümmert. Kommen Sie nur herein. Meine Sekretärin hat heute frei. Zeit, sie ist hier. Nehmen Sie Platz. Danke. Was verschafft mir denn das erneute Vergnügen? Herr Rennebach, wir bräuchten Einsicht in die Geschäftsvorgänge, die Sie im Namen von Herrn Stein getätigt haben. Hier wäre der Beschluss. Bitte. Beschluss, ja. Tadellos. Mhm. Die Unterlagen muss ich jetzt selbst erst suchen. Sie entschuldigen mich einen Moment. Wusstest du, dass er heute allein ist? Ja, und ich weiß auch, dass das Archiv drei Räume weiter ist. Ich habe Ihnen gar nichts zu trinken angeboten. Ach, das macht nichts. Möchten Sie etwas? Nein, danke. Nein. Kannst du mir mal sagen, was das soll? Thomas, was machst du denn da? Pass bitte auf, aber kommt, okay? Was soll denn das? Geh bitte zur Tür. Thomas, bist du verrückt? Ist doch gleich passiert, Mann. Entschuldigen Sie, aber ich muss hier irgendwo meine Kontaktlinse verloren haben. Helfen Sie mir suchen? Selbstverständlich. Oh. Sind Sie sicher, dass Sie sie hier verloren haben? Ja, ja, ganz sicher. Doch, doch. Beim Reinkommen? Wahrscheinlich. Das haben Sie gar nicht bemerkt? Nein. Wo ist denn Ihr Kollege? Ach, der sucht drin. Ich dachte, Sie wären sicher, dass Sie sie hier verloren haben. Ja? Ja. Denke, ich helfe Ihrem Kollegen mal. Moment, warten Sie. Ich hab Sie. Ach, super, danke. Also das hier sind die Vorgänge Ludwig Stein. Das. Ja, das sind die Vorgänge Ludwig Stein. Sehr gut. Danke, das war's. Wenn ich nur helfen kann. Wiedersehen. Danke, tschüss. Tschüss.
Das war sehr gut. Sag mal, hast du sie nicht mehr alle? Wie kannst du mich in so eine Situation bringen? Und was, wenn er dich erwischt hätte? Hat er aber nicht. Was ist denn das überhaupt? Das ist ein Kontoauszug. Brown Stanley Hill, Private Banking, Jersey. Jersey? Geht es um das, was die Scheck erzählt hat? Ja, das ist mir letztes Mal schon aufgefallen auf seinem Schreibtisch. Das ist der Beweis. Das ist illegal beschafft. Schau mal, auf dem Konto ist ein 7-stelliger Betrag und die Hälfte aller Gutschriften stammen von einer Firma namens Emozern. Es bleibt ein rechtswidrig erlangter Beweis, Thomas. Du kannst nichts damit anfangen. Zu Beginn der Betreuung hat Rennebach Karl von Steins Grundstück verkauft. Und zwar, ich habe die Immobilienpreise verglichen, tatsächlich um 30% günstiger. Thomas, Immobilienpreise, die wechseln wie das Wetter, Lage, Marktsituation. Ich meine, da kann sich Rennebach doch in einer Minute rausfinden. Da hat Bernd recht. Wir haben Jersey Werbeprospekte in Rennebachs Büro gesehen. Thomas, entschuldige, aber alles, was du mir hier aufzählst, das wird mir der Ermittlungsrichter um die Ohren hauen. Das glaube ich nicht. Fischer findet auch, wir sollten ihm ruhig auf den Zahn fühlen. Was machst du denn beim Ermittlungsrichter? Ja, ich habe nur mal vorgefühlt. Also er würde Rennebach vorladen und befragen. Ja, Fischer hat ja wohl auch seine ganz speziellen Gründe dafür. Und was willst du jetzt machen? Rennebach laufen lassen? Ich werde Rennebach vorladen, ich werde aber auch Frau Scheck vorladen. Und ich werde die beiden miteinander konfrontieren. Und dann werden wir ja sehen, ob Herr Rennebach einen Fehler macht. Frau Scheck ging nicht ans Telefon. Thomas und Kerstin sind jetzt auf dem Weg zu ihr. Wird langsam Zeit, was? So, Fischer, natürlich. Fischer. Jens Nowila, ich vertrete Dr. Rennebach. Freut mich, Herr Vorsitzender. Mich freut es auch, ganz außerordentlich, Herr Vorsitzender. Wer sind Sie denn? Dr. Fengler. Man hat mich hergebeten. Moment. Ich höre was. Hallo, Frau Scheck? Hallo, Frau Scheck? Sie sind zu spät zur Befragung. Nein. Gehen Sie weg. Gehen Sie weg. Nicht gut drauf. Wir können hier lange über die Preisbildung bei Immobilien streiten, Herr Staatsanwalt. Aber letztlich sind das doch lächerliche Anschuldigungen. Oh, ich würde Steuerhinterziehung und Vorteilsnahme im Amt nicht gerade als lächerlich bezeichnen. Wo bitte sind denn die Beweise dafür? Wir haben eine Zeugin, die Kenntnis davon hat, dass Herr Rennebach Immobiliengeschäft in Zusammenhang mit einer Bank auf den Kanalinseln getätigt hat. Zeugin? Ja. Meinen Sie diese ältere Dame, deren geistiger Zustand gerade überprüft wird? Wir sollten sie zumindest anhören, finde ich. Nicht wahr? Wie lange wird denn das noch dauern? Die Zeugin müsste jeden Augenblick hier sein. Vielleicht können wir uns ja diese zweifelhafte Zeuge noch ersparen. Herr Verteidiger, es wäre wirklich reizend, wenn Sie diese abwertenden Formulierungen vielleicht unterlassen würden. Entschuldigung, vielleicht können wir uns diese Aussage ersparen, da mein Mandant für die Tatzeit ein Alibi hat. Was denn für ein Alibi? Also meines Wissens hat das bislang noch niemand bestätigt, obwohl die Polizei Zeugenaufrufe im Nerotal ausgehängt hat. Dr. Fengler. Es ist tatsächlich so, dass ich bestätigen kann, dass Herr Rennebach auf Herrn Stein gewartet hat. Ich war nämlich mit ihm dort im Nerotal. Das ist ja toll, dass ich das auch erfahre. Herr Rennebach hat das bislang nicht erwähnt. Nun, mein Mandant wurde bisher auch nicht danach gefragt. Aber als Person der Rechtspflege hat er natürlich ein großes Interesse daran, zur Aufklärung des Falles beizutragen. Ja. Bei Herrn Stein wusste man ja nie, was einen erwartet. Und so bat ich seinen Hausarzt, Herrn Dr. Fengler, mich zu begleiten. Natürlich. Hilfe! Frau Scheck! Frau Scheck, wir wollen Sie doch nur helfen! Hilfe!
Scheck, das ist gefährlich. Bleiben Sie hier, Frau Scheck. Boah, oh, das geht nicht ab. Wiedersehen. Ja, ja, wiedersehen. Versuchen Sie es weiter. Was ist denn jetzt mit dieser Zeit? Muss gleich kommen. So wird das nie was. Tja, dann nutzen wir doch die Zeit. Das Zeichen seiner Kooperation und im Interesse einer sinnvolleren Ermittlung erklärt mein Mandant sich bereit, der Staatsanwaltschaft Bankunterlagen zur Einsicht zur Verfügung zu stellen. Das sind Kontoauszüge der letzten 12 Monate von sämtlichen Privatkonten meines Mandanten. Ganz freiwillig? Das sollte doch jeden Verdacht auf Vorteilnahme im Amt beseitigen. Mit oder ohne ominöse Zeugen. Verzeihung, ich streiche das Wort ominös. Danke, Herr Verteidiger. Gern geschehen. Alles ist gut. Geben Sie mir Ihre Hand, Frau Scheck. Liebe! Frau Scheck, bleiben Sie stehen. Geben Sie mir doch Ihre Hand, Frau Scheck. Helfen wir doch, Hilfe! Frau Scheck, geben Sie mir Ihre Hand. Ich bin nur von der Polizei, Frau Scheck. Thomas, pass auf! Thomas, ist okay. Aua, alte Schachtel. Alles in Ordnung. Sag mal, kannst du fahren? Hallo? Nein. Ja, so wird es nicht. Sie müssen einen neuen Ansatz suchen. Ja, okay, mach ich. Einen, der vielversprechender aussieht. Und schaffen Sie endlich diese Zeugin ran. Reuter. Kerstin. Sag mal, wo bleibt ihr denn? Ich bin noch da, 5 Minuten. Sehr gut. Was macht Frau Scheck? Der Notarzt hat sie in die Psychiatrie eingewiesen. Ein psychotischer Schub kann vorkommen bei Altersdemenz. Oh. Super. Ja, ich habe auch schlechte Nachrichten. Rennebach hat ein Alibi. Dr. Fengler war angeblich mit ihm im Nerotal. Na super. Und da eine Psychose unsere Zeugin natürlich nicht gerade glaubwürdiger macht. Das können wir von vorne anfangen. So sieht's aus. Aber das Ziel bleibt Rennebach, oder? Ja, klar, wir kriegen ihn auch. Er hat mir seine ganzen privaten Kontounterlagen zur Verfügung gestellt. Das macht man nicht, wenn man sauber ist. Das macht man, wenn man sauber erscheinen will. Hast du die Unterlagen schon angeschaut? Nein. Kann ich sie mal sehen? Oh, die Ursache für Psychosen. Darüber streitet sich die Fachwelt bis heute. Man weiß aber, wovon die ausgelöst werden, oder? Ja, man weiß, dass eine erhöhte Dopaminausschüttung möglicherweise der Grund für die Wahnvorstellungen sein kann. Kann das mit einer Demenz zusammenhängen? Kann schon. Muss aber nicht. Wissen Sie was? Ich stelle immer was zu dem Thema zusammen. Ja, das wäre toll. Hallo. Hallo. Was machst du denn da? Bügeln. Ja, aber was bügelst du? Was wohl? Sag mal, willst du das wirklich durchziehen? Ja, definitiv. Du schwitzt echt total. Das war in den Unterlagen? Ja. Na, da hat sich ja einer ein Ei gelegt, was? Was hast du vor? Auf den Kanalinseln gilt mittlerweile EU-Recht. Und damit knacke ich Sie. Heute, Herr Kollege. Sagen Sie, Sie hatten doch neulich in einem Amtshilfeverfahren mit den Kanalinseln zu tun. Ja, genau.
Wir haben hier folgende Situation. Wir brauchen Einsicht in das Geschäftskonto einer Firma nach englischem Recht. Das Nummernkonto haben wir, ja? Aha. Das klingt ja gut. Ich danke Ihnen. Kein Problem, sagt er. Hey! Nun, das rauskommt. Das ist ein fetter Verfahrensfehler. Du kriegst tierisch Ärger und dein Vater auch. Es ist doch nur ein Stück Papier. Es dient dazu, Amtshilfe von einer Bank auf Jersey zu bekommen. Und damit nageln wir den Rennebach fest. Du kannst nicht kontrollieren, ob der Kontoauszug vor Gericht benutzt wird. Und weil du es Bernd nicht erzählt hast, kann er es auch nicht kontrollieren. Wenn ich es ihm gesagt hätte, hätte er es doch gar nicht verwendet. Ja, genau. Weil er absolut integer ist. Und wie hätten wir Rennebach sonst erwischt? Wie? Wir hätten die anderen Immobilienverkäufe durchgehen können oder neue Zeugen finden. Aber wie kriegen wir denn Akteneinsicht? Durchsuchungsbeschlüsse mit nichts als einer Aussage von einer alten Frau, die in der Psychiatrie liegt. Thomas, ich mag das nicht, wenn du sowas machst. Ich muss das machen. Die Polizei hat Informationen über Anrufe an einen Sprachcomputer. Zur Kontoführung. Aber um die zu bekommen, muss Reuter genau gewusst haben, um welches Nummernkonto es sich handelt. Woher? Ich kann mir das nicht erklären. Ich habe darüber weder mit der Polizei noch mit Reuter gesprochen. Gibt es darüber irgendwelche Aufzeichnungen? Ich trenne das strikt. Das Konto hat mein Mann in Jersey eröffnet. Der Rest läuft via Telefon. Zweimal im Jahr gibt es Abrechnungen, die mir mein Strohmann zuschickt. Hat da jemand Zugang? Ich melde mich. Hier, das muss man sich mal vorstellen. Die speichern sämtliche Telefondaten 4 Wochen lang wegen der Beweisführung bei Regressansprüchen. Und dieser Idiot ruft während seiner Arbeitszeit von seinem Diensttelefon aus dort an. Ist doch super. Und damit kriegen wir ihn? Naja, vorteilsam im Amt, Verletzung zur Fürsorgepflicht, Geldwäsche, Steuertatzung. Wenn das rausgekommen wäre, dann hätte Rennebach seine Karriere an den Nagel hängen können. Und er wäre ins Gefängnis gekommen. Naja, ich finde auch, es sieht so aus, als hätte Rennebach Stein umgebracht, weil es ihm langsam zu eng wurde. Genau. Und Frau Scheck? Frau Scheck, ja. Naja, die Verteidigung wird ihre psychische Situation natürlich ausnutzen. Andererseits durch die neue Beweissituation wird ihre Aussage wieder gestützt. Also ich denke, es sieht ganz gut aus. Hey. Was machst du denn für ein Gesicht? Freust dich denn gar nicht? Doch, doch. Frau Weller! Ja, bitte? Holen Sie mir den Novil an den Apparat. Aber schnell. Gut, dass du mich unterstützt. Du, als Unterstützung sollst du das eigentlich nicht sehen. Ich finde nach wie vor, das Risiko ist einfach... Ah! Das Ehepaar Reuter und Clark. Hallo, Herr Rennebach. Wie geht's denn so? Hallo. Die Hüter des Gesetzes. Na, geht's gut? Ich habe ein bisschen Sorgen. Ach, es tut mir aber leid. Sind Sie etwa mit dem Gesetz in Konflikt? Nein, nein, nicht doch. Mein Kopierer. Sie kennen doch diese kleinen Dinger im Büro zum Kopieren. Ja? Und meiner zieht das Papier immer falsch ein und das gibt so unschöne Knicke wie bei einer Ziehharmonika. Ja. Und das ist natürlich blöd, gerade bei wichtigen Dokumenten. Ja, das kriegen Sie sicher wieder hin, oder? Ja, das kriege ich wieder hin. Ich bin da ganz zuversichtlich. Schönen Tag noch. Für Sie auch. Also gut, von mir aus können wir gleich morgen das Zwischenverfahren einleiten. Irgendwelche Einwände? Ich beantrage umgehend Akteneinsicht in das Beweismaterial der Staatsanwaltschaft. Herr Staatsanwalt? Kommt heute noch. Wunderbar. Also bis morgen. Bis morgen. Ja? Hallo, Bernd. Gertchen, hallo.
lecker Sushi. Ja, es ist furchtbar. Das Essen in der Kantine wird immer schlechter. Immer nur dieses vorgekochte Convenience-Zeug. Mhm. Nie was Frisches. Das macht auf Dauer dick. Was ist das? Psychoseauslöser. Bezahlt? Ja, klar. Das hat mir Frau Dr. Brandt geschickt. Muss man lesen. Hochinteressant. Nebenwirkung von Parkinson-Medikamenten. Ist das wie ein Verschreck? Naja, wenn ein Angeklagter wie Rennebach dermaßen vom Pech einer belastenden Zeugin profitiert, dann sollte man sich das wirklich mal in Ruhe anschauen. Hm. Hm, kriege ich noch einen? Na klar. Sag mal, ich muss morgen für die Anhörung noch ein paar Sachen zusammenstellen. Kannst du mir einen Gefallen tun? Na klar. Guten Tag, Frau Scheck. Wie geht es Ihnen? Müde. Sehr müde. Vorhin habe ich solche Angst gehabt. Frau Scheck, Sie sind krank. Sie hatten einen psychotischen Schub. Ich war nie krank. Aber Sie haben Tabletten genommen. Und wo sind die Tabletten jetzt? Zu Hause. Im Nachttisch. In der Schublade. Wenn wir Glück haben, haben wir in ein paar Tagen den Termin für die Hauptverhandlung. Und was meint der Richter? Oh. Herr Fischer hat einen Warnpuppe. Dringend eine Außenzustellung bitte heute noch. Kanzlei Nobile hier in Wiesbaden, ja? Ja. Was war das denn? Nobile hat Akten an sich beantragt. Was für Akten? Na, die Beweismittel aus Jersey. Bankunterlagen, die Telefonliste. Der Kontoausdruck, den du mir gegeben hast. Alles in Ordnung mit dir? Ja, alles gut. Na gut. Ja, und? Laut Verpackung ist das ein Mittel gegen Gelenkschmerzen bei Arthrose. Aber drin ist was anderes. Transferasehemmer, Dopaminagonisten. Und was ist das? Ein Parkinson-Medikament. Parkinson? Aber Frau Scheck hat doch kein Parkinson. Wenn man ein Parkinson-Medikament einnimmt, ohne die Krankheit zu haben und dann auch noch so hoch dosiert, kann das zu Psychosen, Angstzuständen oder Halluzinationen führen. Na, das ist ja wieder ein Volltreffer. Hat man wieder recht gehabt. Ja, habe ich doch meistens. Jedenfalls, wenn Frau Dr. Brandt in der Nähe ist. Ja, was haltet ihr von einem Hausarzt, dem einen, der hat eklatanter Medikationsfehler unterläuft? Dasselbe wie Sie, Herr Staatsanwalt. Verhandelt wird über die Zulassung zur Hauptverhandlung gegen Rennebach Gottlieb, geboren am 18.03.1960, von Beruf Amtsrichter. Der Vorwurf lautet auf Mord sowie nachzulesende beigeordnete Straftaten. Irgendwelche Anträge? Ich beantrage die Nichtzulassung der von der Staatsanwaltschaft vorgebrachten Beweise. Und wo liegt das Problem, Herr Anwalt? Nun, es gibt begründete Zweifel an der rechtmäßigen Beschaffung von Beweisstücken. Das gilt besonders für das Beweisstück 18-B der Staatsanwaltschaft. 18-B. Das sind Kontounterlagen Brown Stanley Hill Bank of Jersey. Jawohl. Das stimmt, ja. Frau Scheck hat Arthroseprobleme. Nichts Ungewöhnliches bei alten Menschen. Und dann haben Sie ihr das hier verschrieben. Womöglich. Da ist ein Aufkleber Ihrer Praxis auf der Packung. Ich gebe Medikamentenreste manchmal an Patienten weiter, dann sparen Sie sich die Zuzahlung. Für manche ist das eine Hilfe. Sagen Sie, Parkinson-Tabletten helfen doch nicht bei Arthroseproblemen, oder? Nein. Wieso? Weil in dieser Packung mit Arthrosetabletten in Wirklichkeit diese hier waren. Parkinson-Tabletten. Noch dazu sehen die sich recht ähnlich. Die muss Frau Scheck verwechselt haben. Ja, aber Frau Scheck hat doch gar keinen Parkinson. Das müssen Sie doch eigentlich wissen als Ihr Hausarzt. Und überhaupt, wie sollte eine alte Dame wie Frau Scheck an diese verschreibungspflichtigen Tabletten kommen? Nun, für das Lösen von Rätseln werden ja wohl Sie bezahlt. Ich muss mich um die Patienten kümmern, also bitte. Wir haben auf diesem Tablettenfilm hier Fingerabdrücke sichergestellt, die nicht von Frau Scheck stammen.
wenn Sie nichts zu verbergen haben, dann könnten Sie mir doch auch eine Probe Ihrer Fingerabdrücke geben. Ich meine, dann ist es ja praktisch ausgeschlossen, dass Sie übereinstimmen. Raus! Ich hasse es immer, diese Vorladung zu schreiben. Das ist der Stapel mit den Originalkontoauszügen, die mein Mandant zur Verfügung gestellt hat. Wie Sie sehen, sauber, gerade gelocht. Während das hier das Blatt mit den belastenden Bankdaten ist, von der Staatsanwaltschaft als Beweisstück 18-B bezeichnet. Und das war angeblich inmitten jenes Stapels. Das ist schwer vorstellbar, nicht wahr? Diese Aufnahmen wurden von einem Sachverständigen für Papiertechnik gemacht. Oben die Lochung des großen Stapels und unten die Lochung des Beweisstückes 18-B. Fehlerhaft ausgefranst. Ja, die genaue papiertechnische Untersuchung können Sie gerne nachlesen. Ich fasse also noch mal zusammen. Da waren zwei Polizisten. Mehr als 5 Minuten allein im Büro meines Mandanten. Und kurz darauf taucht ein Beweisstück auf, das ganz offenbar den von meinem Mandanten freiwillig beigebrachten Unterlagen nachträglich hinzugefügt wurde. Haben Sie dazu etwas zu sagen, Herr Staatsanwalt? Nein. Kannst du mir bitte mal erklären, was ihr euch dabei gedacht habt? Kerstin hat mit der Sache nichts zu tun. Ich habe den Kontoauszug kopiert. Gut, dann erklär mir bitte, was du dir dabei gedacht hast. Du hast gesagt, besorg mir Beweise und ich habe sie besorgt. Als Polizist solltest du in der Lage sein, zwischen legalen und illegalen Beweisen zu unterscheiden. Ich dachte, der Anfangsbeweis spielt überhaupt keine Rolle mehr, sobald insgesamt die Beweislast drückend genug ist und wir lagen doch verdammt nochmal richtig. Hey, verstehst du das denn nicht? Sie sind wertlos, weil sie nicht zugelassen werden. Und weißt du, was das bedeutet, mein lieber Thomas? Das bedeutet, dass Herr Rennebach gehen kann, einfach so. Und du kannst von sehr viel Glück reden, wenn er dich nicht anzeigt. Mensch, warum hast du mich nicht vorgewarnt? Weil du die Beweise gar nicht verwendet hättest. Du hättest mir die Leviten gelesen. Ja, vielleicht. Und dann hätten wir nachgedacht. Dann hätten wir überlegt, was können wir tun ohne diese Scheißkopie. Und was willst du jetzt machen? Ich hoffe mal, dass deine Frau mich nicht genauso im Stich hat wie du. Kerstin, wieso? Ja, ich bin's. Erzähl mal. Ich weiß wirklich nicht, was Sie von mir wollen. Also ich würde ja an Ihrer Stelle vorsätzliche Körperverletzung nicht auf die leichte Schulter nehmen. Lächerlich. Wo bleibt mein Anwalt? Ja, der wird schon gleich kommen. Aber Ihre Approbation wird er Ihnen auch nicht retten. Sie spinnen doch. Ach, da wäre ich mir nicht so sicher. Also. Sie haben, Frau Schenk, wissentlich ein falsches Medikament in einer Überdosis verabreicht. Einen Vorteil davon hatte zunächst einmal Herr Rennebach. Da frage ich mich natürlich, warum tun Sie ihm diesen Gefallen? Wie Sie wollen. Gegen Herrn Rennebach ermittle ich wegen Mordes. Gegen Sie werde ich also wegen Beihilfe zum Mord ermitteln. Schönen Tag noch. Es war Rennebach. Er hat gesagt, wenn ich Frau Scheck nicht ruhig stelle, dann fliegt uns die Sache um die Ohren. Aha, das heißt, Sie haben direkt von Rennebachs Machenschaften profitiert. Wie lief das denn ab? Herr Rennebach hatte Einsicht in die Akten des Sozialamtes. Er wusste, wo alte Menschen alleine leben. Also hat er sich nur lohnende Opfer ausgesucht. Und Sie haben dann die entsprechenden Gutachten geschrieben, damit die Leute unter Vormundschaft gestellt werden konnten. Sauber. Und wie viel sprang dabei für Sie raus? Halbe, halbe. Wie bitte? Wir haben geteilt. Mit einem Mord habe ich nichts zu tun. Das möchte ich deutlich sagen. Herr Dr. Fengner, jetzt erzählen Sie uns bitte mal ganz genau, was in der Nacht der Ermordung von Dr. Stein passiert ist. Da war ich nicht zusammen mit Herrn Rennebach im Nerotal. Bitte? Das steht im Gegensatz zu Ihrer ersten Aussage. Ist Ihnen das klar? Ja. Ist Ihnen auch klar, dass Sie hier unter Eid stehen? Ja. Gut. Erzählen Sie weiter. Herr Rennebach hat mich um die Aussage gebeten. Er sagte, er sei dort gewesen, aber es hätten sich keine Zeugen gefunden. Und da müsse ich ihm aushelfen. Und da Sie mit dem Angeklagten ohnehin in die geschilderten kriminellen Geschäfte verwickelt waren, haben Sie zugestimmt? Ja. Halten wir also fest.
Das Alibi, das Herr Dr. Fengler dem Angeklagten gegeben hat, war frei erfunden. Es gibt dieses Alibi nicht. Was es aber nach wie vor gibt, ist eine Zeugin, die gesehen hat, dass der Angeklagte zur Tatzeit im Haus von Dr. Stein war. Mit bemerkenswerter krimineller Energie hat der Angeklagte mit Hilfe von Dr. Fengler versucht, die Zeugin mundtot zu machen, um eine entsprechende Aussage zu verhindern. Das ist ihm zum Glück nicht gelungen. Ja, ich war spät dran, weil ich noch die Puppen im Schaufenster umdekoriert habe im Café. Das war so gegen 10. Und da habe ich gesehen, wie er in das Haus von Dr. Stein reingegangen ist. Und es kam mir komisch vor und da habe ich gewartet. Und so um 10:30 ist er wieder rausgekommen. Sitzt der Mann, den Sie dort gesehen haben, hier im Gerichtssaal? Ja. Da. Danke. Wie war das nun mit Ihrem Zustand, als wir Sie das erste Mal befragt haben? Ja, ich war sehr krank. Und war ganz durcheinander. Und da habe ich die Polizisten, vor denen habe ich Angst gehabt, weil ich sie für Einbrecher gehalten habe. Herr Vorsitzender, darf ich sowas ergänzen? Die Verwirrtheit, über die uns Frau Steck hier berichtet, wurde laut gerichtsmedizinischem Gutachten durch eine Überdosierung eines Parkinson-Medikamentes verursacht. Den entsprechenden Laborbefund finden Sie unter Ablage 2, Römisch 3. Ja, es tut mir sehr leid. Das muss es nicht, Frau Scheck. Dafür wird sich noch Ihr Hausarzt zu verantworten haben. So, noch irgendwelche Fragen? Danke. Herr Anwalt? Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass es keinerlei Beweise dafür gibt, dass mein Mandant Herrn Stein ermordet. Ich bin das nicht gewesen, verdammt nochmal! Ich bin Richter. Ich lasse mir hier noch keinen Mord anhängen. Entschuldigen Sie. Urteilsverkündung um 15 Uhr. Gut. Kaffee. Danke. Ah, wunderbar. Danke, Thomas. Entschuldigen Sie. Man sagte mir, dass ich hier einen Herr Reuter finde. Welchen Reuter meinen Sie denn? Keine Ahnung. Die Polizei sagte mir, dass ein Herr Reuter zuständig sei bei der Suche nach einem Zeugen in dieser Sache. Tut mir leid, ich habe das gestern erst gesehen. Haben Sie den Mann erkannt? Ja. Ich gehe da mal spazieren mit dem Hund. Es war so 10:30. Und der ist mir aufgefallen, weil er nicht wie ein Jogger angezogen war. Er hat einen Anzug an, Krawatte und so. Okay. Wären Sie auch bereit, das vor Gericht zu bezeugen? Ja, sicher. Wenn ich helfen kann. Reuter, ich bin der zuständige Staatsanwalt. Würden Sie bitte in meinem Büro warten? Frau Silberg zeigt Ihnen den Weg, ja? Ja. Danke. Entschuldigen Sie, Sie kennen den Mann aber nicht persönlich, oder? Nein, nein, habe ich nie zuvor gesehen. Okay, danke. Was ist denn? Scheiße, den hat der Rennebach gekauft. Glaube ich nicht. Aber wenn Rennebach zur Tatzeit wirklich im Nerotal war, wer war da in der Wohnung von Dr. Stein? Danke, dass Sie gekommen sind. Ja. Frau Scheck, das ist der Herr Bäumel. Und was ist mit ihm? Herr Bäumel hat in der Tatnacht Herrn Rennebach gesehen, genau wie Sie. Ah. Hat er das? Aber leider an einer ganz anderen Stelle. Heißt das, dass der Rennebach jetzt ungeschoren davon kommt? Nein. Die Mordanklage muss ich natürlich fallen lassen, aber für die anderen Delikte werde ich ihn zur Verantwortung ziehen. Und dafür kommt er ins Gefängnis? Dafür werde ich sorgen. Ja, das ist gut. Dann werde ich Ihnen wohl doch noch einiges erzählen müssen. Ich glaube, das wäre gut. Was halten Sie davon, wenn ich Sie jetzt zu einer Tasse Kaffee einlade? Gern. Danke, Herr Bäumel. Wissen Sie, wie viele Menschen in diesem Lande unter Vormundschaft gestellt sind? Oh. Was muss ich schätzen? 100.000? 200.000? Ungefähr 1,2 Millionen. Nein. Ich habe den Dr. Stein vor
ungefähr 30 Jahren kennengelernt. Damals hat er noch praktiziert. Wir haben uns oft gesehen und immer sehr gut verstanden, auch später, als er immer vergesslicher und verwirrter wurde. Trotzdem, er war ein sehr feiner Mensch. Die Nachbarn hatten sich beschwert, er hätte ihre Kinder bedroht. Mit der Gartenschaufel sei er auf sie losgegangen und sie hätten große Angst gehabt. Lächerlich. Also hat er einen Vormund bekommen. Und dieser saubere Herr Richter hat nach und nach alles verkauft, was dem Ludwig gehört hat, hinter seinem Rücken. Als er es gemerkt hat, war es schon zu spät. Manchmal haben wir Bridge gespielt mit anderen alten Leuten im Bridge-Club. Und einigen von denen war dasselbe passiert mit dem Rennebach. Und da haben wir eben beschlossen, ja, so ist es gekommen, dass ich... Also alles erfunden. Kein Finanzbeamter in London, keine Beweise. Wer hat die Wohnung durchwühlt nach dem Mord? Den Finanzbeamten gab es natürlich. Aber einen Mord würde ich es nicht nennen, weil... Weil? Mit dem Ludwig ging es ja immer weiter bergab. Er konnte kaum mehr laufen, hatte schreckliche Angst, seinen Verstand zu verlieren. Er wollte ganz einfach nicht mehr leben. Und da habe ich zu ihm gesagt, wenn du schon Schluss machen willst, dann wenigstens so, dass es einen Sinn macht. Auch für die anderen. Dr. Stein wollte also sterben. Und wir wussten, wie es geht. Am besten sanft und ohne Schmerzen. Die Tüte, verstehen Sie? Sie wissen ja gar nicht, worüber alte, verzweifelte Menschen alles so reden. Und den ganzen Rest haben Sie inszeniert? Sie haben ihm die Schnur fest verknotet und an der Gürtelschlaufe befestigt, damit er sich die Plastiktüte nicht wieder vom Kopf ziehen konnte. Und die Hände haben Sie ihm auf dem Rücken gefesselt. Ja, nein, hinterher, als er schon tot war. Ich hätte die Tüte jederzeit wieder abstreifen können, wenn er es gewollt hätte, aber er war fest entschlossen. Ich habe ihn bei den Händen gehalten, damit er mir ein Zeichen geben kann, falls er... Ich habe sie ihm gehalten. Bis zum Schluss. Das war nicht leicht für mich. Das müssen Sie mir glauben. Sie haben dann die Wohnung durchwühlt und den Notruf verständigt. Ja, habe ich. Nicht schlecht, meine Inszenierung. Für eine alte, schwache Frau. Bevor er starb, hat Dr. Stein Rennebach ins Nerotal bestellt, damit Rennebach kein Alibi hat, richtig? Ja, wir haben alles gemeinsam durchdacht. Das hat er Sinn. Und das alles, um Rennebach zur Verantwortung zu ziehen. Jemandem einen Mord anzuhängen, nur aus Rache, das ist nicht in Ordnung, Frau Scheck. Aber doch nicht irgendjemanden. Einem skrupellosen Kerl, einem Richter, der sein Amt missbraucht, um alte Menschen zu betrügen, der sie entmündigen lässt, um sich an ihnen zu bereichern. Ach. Und niemand, aber auch schon gar niemand hat sich dafür interessiert. Und wissen Sie warum? Weil wir Alten doch für alle nur eine Last sind. Also weg mit diesen Tattergreisen, die nur die Renten auffressen, die Jungen für uns erarbeiten müssen. Sagen Sie, hätten Sie genauso hartnäckig ermittelt, wenn es sich nur um den Selbstmord eines alten, verwirrten, hilflosen Mannes gehandelt hätte? Ich fürchte, nein. Tja. Ja. Danke. Wir müssen gehen, Frau Schreck. Was passiert jetzt mit mir? Werde ich verhaftet? Ja. Haben Sie Kinder?
Ich habe einen Sohn, ja. Warum? Ah. Den schenke ich ihm. Danke. Es tut mir leid, Herr Vorsitzender, es hat sich eine neue Sachlage ergeben. Ich muss die Anklage wegen Mordes fallen lassen. Alle anderen Klagepunkte bleiben bestehen. Wie bitte? Was soll das heißen? Das soll heißen, dass die Staatsanwaltschaft nicht mehr glaubt, dass ihr Mandant den Mord begangen hat. Ich bitte darum, die Urteilsverkündung auszusetzen. Ich werde Ihnen die neue Klageschrift umgehend nachreichen. Die Urteilsverkündung wird ausgesetzt. Die Verhandlung wird um 24 Stunden unterbrochen. Nee, lass mal. Ich denke, das wird nicht nötig sein. Frau Scheck wird nicht weglaufen, oder? Danke. Dankeschön für alles. Alles Gute, Frau Scheck. Wisst ihr, was mir zu schaffen macht? Lasse. Ich finde, sie hatte recht. Was muss sie rechnen? Tötung auf Verlangen, Meineid, Behinderung einer Strafverfolgung. Wenn sie viel Glück hat, kommt sie mit einem Gefängnis davon. Na gut. Also. Thomas, ich habe noch was für dich. Warte mal.